Warum gibst du 60 Euro dafür aus, dass du 60 Euro PSN-Guthaben hast? Geh einfach auf ineba.com. Schau dir an, welche PSN-Karte du haben willst. Schau dir an, welches Spiel du haben möchtest. Für eine 50 Euro PSN-Karte zahlst du über 12 Euro weniger mit dem Code Chappy. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ihr musstet eine Woche ohne mich aushalten. Ich habe mir ein bisschen Urlaub genommen. Ich habe paar privaten Dinge erledigt. Und es gibt nun mal im Leben Wichtigeres als YouTube und Call of Duty. Viele von euch wird das jetzt hart treffen, aber es ist nun mal so. Vor allen Dingen, weil YouTube einfach nicht mein Fulltime-Job ist. Und ich finde, jeder Content-Creator, gerade auch die, die es als Fulltime-Job machen, nehmt ihr jetzt die großen Leute wie Haptic oder so. Gerade die sollten eben auch sich immer wieder zwischendurch Zeit nehmen, ein frisches Mindset bekommen, einfach mal weg von dem Zocken, weg von Content kreieren, von Schneiden, von Bearbeiten, Musik auswählen, Ideen holen und einfach mal was anderes machen. Und trotz Corona hatte ich eben die Möglichkeit, mich mit einem Kumpel zu treffen und habe das gesamte Wochenende nichts anderes gemacht als richtig gezockt, aber keine Ballerspiele, sondern FIFA, Pro Evolution Soccer, Madden und. Auf jeden Fall, Leute, habe ich trotzdem jetzt am Wochenende einiges vorbereitet. Das heißt, ihr seid jetzt wieder ab morgen, übermorgen up to date. Das erste, was wir heute haben, ist, und das muss man leider mittlerweile immer wieder sagen, lasst gern Like da, lasst gern ein Abo da. Ich würde mich über die Unterstützung freuen. Ihr seid großartig, aber das muss man nicht immer sagen. Ihr wisst das. Was man sagen muss, das, was ihr im Hintergrund seht, sind ganz normale Gameplays, die ich mit all den Spielstunden, die ich mittlerweile habe, so erspielt habe. Das ist nicht reverse boosted. Das ist nicht bei irgendeiner Johanna, Schwester, Tante, Nichte, Onkel, Weihnachtsmann nachgejoint. Das sind einfach nur Games, in denen ich reingejoint bin, die ich gespielt habe, wo ich Kills gemacht habe, wo ich gestorben bin und dann ging's weiter. Ich weiß nicht, warum wir mittlerweile mit YouTube so weit sind, dass man vor jeder Runde sagen muss, das ist reverse boosted, das ist nicht reverse boosted. Ich weiß zwar schon, warum man es sagen muss, weil gefühlt drei Viertel der Content Creator nicht in der Lage ist, ehrlich zu sagen, okay, mit Skill-Based Matchmaking ist scheiße. Leute, das solltet ihr nicht spielen. Die Leute sagen lieber, ja, man muss sich da dran gewöhnen, man muss das so machen und aber Call of Duty könnte so gut sein. Das höre ich seit 4 Jahren und dann sieht man Leute wie Korean Savage, wie Swag, wie andere deutsche YouTuber, deren Namen ich jetzt nicht nenne, die irgendwelchen Schwester-Accounts nachjoinen, um ein bisschen Spaß zu haben. Absolut legitim, Leute, jeder so wie er es möchte, aber ganz ehrlich, ich nehme es lieber so hin, mache mein Content, genieße das Spiel auf die bestmögliche Art und Weise, die ich habe und dann bin ich zufrieden. Ich habe keine Lust, irgendwelchen schlechten Leuten aus der Freundschaftsliste nachzujoinen oder meiner Schwester zu sagen, sie soll sich einloggen und dann joine ich ihr nach oder 5 Runden da stehen und C4 werfen, um mich selbst zu töten. Ich habe das tatsächlich 5 Runden gemacht in Black Ops Cold War, weil ich da an dem Test Skill-Based Matchmaking arbeite. Das werdet ihr auch in einem Video sehen. Dieses Video erfordert aber noch mehr Aufwand, als ich gedacht habe. Wozu wir heute aber kommen? Also, damit wir es klargestellt haben, das ist eine ganz normale Runde. Ich spiele hier nicht gegen Bots, ich spiele hier nicht gegen irgendwelche kleinen Schwestern. Ich finde es auch irgendwie gruselig, in so einem Nuketown-Land irgendwie irgendwelchen kleinen Schwestern hinterher zu jagen. Das könnte in Deutschland vielleicht Probleme geben. Das hier ist eine ganz normale Runde, also genießt es im Hintergrund. Worum es heute geht, am 13. Dezember und per Leak sogar schon etwas früher kommt die Season 1. Ich wollte gerade sagen die neue Season, aber es ist ja automatisch auch die erste Season. Season 1 von Black Ops Cold War kommt und im Thumbnail habt ihr es ja schon gesehen, dort gab es eine Art Roadmap. Diese Roadmap haben wir mit dem Release von Black Ops Cold War bekommen. Da sieht man ein paar Sachen drauf, unter anderem Nuketown 84. Nuketown haben wir bereits bekommen, so wie ihr es im Hintergrund seht, es ist ja schon mit reingepatcht worden. Dazu haben wir ja aber ein paar mehr Images bekommen und ein paar Leaks sind jetzt noch dazugekommen und darüber werde ich euch heute informieren. Das erste Image, was wir relativ deutlich gesehen haben, ist, dass wir eine neue Karte bekommen. Und diese Karte konnte man ja nur in diesem Ausschnitt bisher sehen. Da gibt es hier bisher auch keine großen Leaks, so wie diese Karte an sich aussieht. Diese Karte wird Mall heißen. Einfach nur Mall. Also nicht mal Shopping Mall, sondern Mall. Das heißt ein Einkaufszentrum, ein größeres Einkaufszentrum. Einige von euch werden da an diese komische Karte aus Modern Warfare denken. Diese Mall-Karte würde ich am ehesten tatsächlich mit Miami vergleichen.
von der Farbgestaltung her, wie sie aussieht, wie sie aufgebaut ist. Es gab nämlich ein Image von dem Außenlayout und wir haben ja das Image auf der Roadmap davon. Das heißt, Maul wird eine von 4 neuen Maps sein, die mit Season 1 reinkommen. Bevor sich jetzt alle freuen, dass wir 4 Maps für den 6 gegen 6 Modus bekommen, nein, werden wir nicht. Maul wird die erste Map sein. Dazu gab es den Leak, wir dürfen die ja, wir Content Creator, so wie John Rage, Haptics, Marcel Scorpion, wie auch immer sie alle heißen, kein Content Creator darf diese Sachen in dem Video zeigen, weil Activision einen sofort striken würde. Viele machen es so, dass die dann, habe ich auch schon mal gemacht, einen Link unten in die Videobeschreibung schicken. Das hilft meistens aber nur so den ersten 1000 Aufrufen ungefähr, weil nach einer gewissen Zeit, oftmals nur ein paar Minuten, diese Sachen alle auf Twitter gebannt werden, entfernt werden und man sieht nichts mehr. Dazu gab es einen zweiten Leak. Dieser Leak sagt, dass eine von diesen 4 neuen Maps, eine haben wir ja schon, Maul, 6 gegen 6, eine dieser 4 Maps wird eine neue Zombie-Map sein. Das heißt, alle von euch, die den Zombie-Modus feiern, ihr werdet höchstwahrscheinlich eine neue Zombie-Map bekommen. Diese Zombie-Map soll, das habe ich gestern gelesen, angeblich heißen Dawn of the Dead. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass sie den nach einem Zombie-Film bzw. Virus-Apokalypse-Film nennen. Auf jeden Fall ist es aber so, dass die Hälfte der Maps also einmal 6 gegen 6 ist und einmal Zombies. Mit der neuen Season kriegen wir ja auch endlich für einige, für mich persönlich denkt mir, ist doch egal, den 2 gegen 2 Modus wieder. Diesen Gunfight-Modus haben viele von euch gefeiert in Modern Warfare. Ich hatte das Gefühl, dass das Problem damit ist, dass es a. schnell langweilig wird und b. viele von den Maps, die sonst im Multiplayer dabei gewesen wären, sind einfach nur im 2 gegen 2 Modus dann da gewesen, was am Ende dafür gesorgt hat, dass weniger Maps im 6 gegen 6 Modus da waren. Denn die gesamte Entwicklungszeit ist natürlich von denen auf alle Modi aufgeteilt gewesen. Also Ground War, 2 gegen 2, 6 gegen 6, Warzone. Und ich befürchte, ähnlich sieht das dieses Mal wieder aus. Sie werden im Hintergrund relativ viel an Warzone arbeiten. Ich vermute, wir werden da auch zur neuen Season eben eine neue Map bekommen. Ich weiß nicht, wie diese Map dann aussehen wird. Ich weiß nicht, ob das gut ist, ob das schlecht ist. Was wir wissen, all das, was wir in Black Ops Cold War haben, Waffen etc., all das kommt in Warzone mit rein. Die Spielmechanismen, Anlehnen, Laufen, Springen, das Aim-Gefühl, all das wird von Warzone übernommen, aber aus Modern Warfare. Das heißt, da wird auch viel Entwicklungszeit mit reingehen. Zwischen diesen 4 neuen Maps haben wir also mittlerweile 2 Maps, die nicht zu Warzone gehören. Dazu wird eine dieser neuen Maps mit Sicherheit noch in dem Fireteam-Modus sein, den viele feiern. Was wiederum bedeutet, dass wir von 4 Maps aktuell bei einer einzigen nur sicher sind, dass die in den 6 gegen 6 kommt. Das, was wir jetzt haben, wäre dann eine neue 6 gegen 6 Map und einmal Nuketown sozusagen. Ich bin immer noch enttäuscht über den Content, den wir eben bei Release bekommen haben und ich finde es immer noch eigentlich eine Frechheit, dass wir für ein fertiges AAA-Game eigentlich ein nicht fertiges Produkt bekommen, obwohl wir natürlich alle den vollen Preis bezahlt haben. Jetzt kann ich mir aber sehr gut vorstellen, jetzt kommt die nächste Info, wir kriegen 3 neue Waffen. Eine neue Shotgun mit der Season, eine neue MP und ein neues Scharfschützengewehr, wollte ich fast sagen. Tut mir leid, Leute, ihr seid leider am Arsch. Ein neues Sturmgewehr. Jetzt könnte man überlegen, es hieß auch, es soll noch eine Piste dazukommen. Das weiß aber keiner 100%, weil das nicht 100% bestätigt ist, geleakt wurde oder. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass gerade die Sniper-Community seit der Alpha eigentlich am Betteln ist, dass die Sniper nicht noch mehr genervt werden. Wir haben mittlerweile, ich glaube, 5 Patches, in denen die Sniper genervt worden sind. Und kein einziger, der dafür sorgt, dass die MPs und Sturmgewehre auf einem besseren Level sind. Denn mit dem letzten Update ist die MP5 angeblich ja genervt worden. Die MP5 wird genauso gespielt wie vorher und ist genauso tödlich. Dazu kommt, dass die AUG und M16 beide einen Nerf bekommen haben. Beide Nerfs haben nicht einmal annähernd gereicht. Ich werde immer noch auf 80 Meter gewonnenbürstet. Die Leute spielen auch einfach keine andere Waffe mehr. Sie spielen alle nur die 3 gleichen Waffen. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass mehr Leute einfach mal just for fun eine Sniper in die Hand nehmen. Dafür müssten diese Sniper aber auch ein bisschen besser sein. Das heißt, wenn die Sniper zur Season 1 dazukommen sollte, hoffe ich, dass währenddessen auch ein Waffenpatch dazukommt, der das alles mal wieder ein bisschen auf ein ähnliches Niveau hebt.
Das ist ja aber nicht das einzige Problem, was wir haben. Neben den neuen Waffen und den neuen Maps, die wir bekommen, bekommen wir jetzt auch nochmal neue Operator. Zu diesen Operatoren werden auch wieder neue Finisher-Moves dazukommen. All das wird mit dem Season Pass, der jetzt ja, oder Battle Pass, wie ihr es nennen wollt, wird ja auch mit rauskommen. Ich vermute, Kosten für den werden bei 800 bis 900 oder 950 COD Points liegen. Da wird wieder so viel Unsinn mit drin sein, was nun mal jedes Jahr so ist, dass ich wirklich befürchte, dass wir rein vom Content her dieses Jahr eins der knappest bemessensten Jahre überhaupt haben. Raus für heute, haut rein.